Und somit, liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play Plague. Mein Name ist Luzi und in der letzten Folge haben wir erfolgreich die Eiszeit überstanden und heute kommt die gespiegelte Erde. Schreite durch den Spiegel in das Land der Gegensätze. Hier wird heiß zu kalt, kalt zu heiß, reich zu arm und nah, du weißt schon. Nein, eigentlich nicht. Welche Krankheit wird die schönste von allen? Oh, das wird sehr interessant. Das wird echt sehr interessant. Wenn jetzt reich zu arm, arm zu kalt, dann wird wahrscheinlich auch, werden dann auch die Bonuspunkte beeinflusst. Wenn ich jetzt Mutationsbonus reinnehme, dass es dann geringer ist. Oder Trockenbonus wird dann quasi Feuchtigkeitsbonus. Ich glaube nicht, ich hoffe es auch nicht. Wie nennen wir das Ganze? Spiegelus Ranzus oder so. Ich habe keine Ahnung, Leute. Spiegelus Ranzus. So. So heißt unsere Krankheit. Ist hier auch... Ich dachte gerade, die Länder werden vertauscht. Ja, gut. Deine Wahlbakterie. Um zu gewinnen, musst du dich weiterentwickeln. Ja, das wissen wir alles. Startgebiet natürlich wählen. Nehmen wir dasselbe nochmal hier. Okay. Ja. Den ersten Menschen infiziert. Das wird jetzt aber sehr interessant. Erstmal ohne Scheiß. Wenn es krank, also wenn es, also kalt wird warm. Das heißt, eigentlich ja, dass Grönland sehr heiß ist. Island auch. Und eigentlich müsste man dann nicht auf Kälte gehen, wie wir es sonst immer machen, sondern eher auf Hitze dann, oder? Logischerweise, weil es umgekehrt ist. Wir machen jetzt Wind rein. Wir machen jetzt Wind rein, ja? Ganz logisch. So, das heißt, wir müssen aber auch... Das sind, Europa ist jetzt arm. Afrika ist jetzt reich. Das heißt, wir müssen unbedingt am Anfang direkt das hier auf jeden Fall forschen. Denke ich mal. Interessant. Interessant eigentlich, wenn alles spiegelverkehrt ist. Sehr interessant. Okay, die Investmentbank berichtet von katastrophalen Verlusten nach technischen Fehlern in ihrem Zufalls... Nee, Zufallszahlengenerator. Doch, Zufall. Aber ist denn jetzt auch Wind Wasser? Oder Wasserwind, you know? Aber ich glaube nicht. Das wäre zu krass, oder? Das wäre echt zu krass, finde ich. Wie wird's denn mit dem Symptom? Das wird auch nur lustig, oder? Naja, Fragen über Fragen, Leute. Ich, ja, ich mach erstmal Wasser. Schiffe durch Upgrade wieder infizierbar. Mithilfe des Wasserübertragungs-Upgrades kann Spiculus Ranzus die neuen Reinigungsmethoden auf Schiffen überleben. Ja, super. Das war ja auch eigentlich mein Ziel dabei. Oh, er hat schon Husten entwickelt. Das ist natürlich nicht so geil. Welche Krankheit wird die schönste? Hieß es ja noch im Text. Welche Krankheit wird die schönste? Heißt das dann aber auch, dass der Husten... der Husten ist quasi das Koma. Und wenn ich jetzt Koma forsche, ist es einfach nur Husten. Also das wäre echt bitter. Dann bräuchte ich eigentlich gar keine Punkte. Dann muss ich nur Husten skillen jetzt und dann sterben alle, oder was? Welche ist die schönste Krankheit? Ja, ist das echt? Kann man eigentlich viel drüber nachdenken. Ein bisschen drüber reden, ne? Ohne Scheiß. Okay. Also, es scheint, wir machen es richtig anscheinend. Machen wir jetzt aber echt mal die Hitze noch rein. Weil das ja eigentlich dann alles umgekehrt ist, ne? Wie gesagt. Oder? Ja, Hitze. Also Hitze muss ich reinmachen, damit ich Grönland kriege. Safe, oder? Nein, ich... Kälte muss ich nicht unbedingt machen, weil dann, weil ich Hitze ja auch nicht mache beim normalen Spielverlauf. Na gut, ich mache einfach meine alte Strategie, wie immer. Wenn es klappt, dann klappt es. Wenn es nicht klappt, muss ich mir was anderes überlegen. Aber, ja gut, sieht bisher ganz gut aus, finde ich. Glaube ich. Denke ich. Hoffe ich. Komma, Punkt. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Okay.
Zack, zack. Ja, das sind's arme Länder. Anstecken, okay. Alter, what the heck. Grönland haben wir jetzt auch drin. Das stimmt aber was nicht. Müsste ich da nicht Hitze 2 forschen, damit ich da hochkomme? Ich denke wahrscheinlich falsch, oder? Ich mache jetzt trotzdem mal Kälte 1 in diese Klimabedingungen hier rein, lieber. Übelkeit. Okay. Übelkeit tötet wahrscheinlich direkt alle, wenn ich es nicht wegmache. Also so früh hatte ich... Ja, tatsächlich, ich habe Afrika nicht mal. Das ist echt krass. Ich hatte Grönland noch nie so früh eigentlich, oder? Okay, jetzt kommt Afrika langsam rein. Das ist echt tricky, Mann. Okay, ich mache lieber mal beide rein vielleicht. Oh, sorry. Ich verzichte mal auf die Tiere, beziehungsweise Vögel und so weiter. Ich glaube, das brauchen wir nicht unbedingt zwingend. Ich gehe rein nur auf Luft und Wasser. Das ist ja echt krass, dass es hier unten jetzt so lange dauert, bis wir das alles haben. Das ist echt verkehrte Welt, Leute, ohne Scheiß gerade. Gut, wir werden das Kind schon irgendwie schaukeln. Ausschlag wollen wir nicht. Zurückentwickeln. Okay, okay. Es läuft heute echt gut mit der Aufnahmesession, muss ich sagen. Das wird dann jetzt die dritte Folge schon mit dem ersten Durchlauf. Vielleicht mache ich echt direkt im Anschluss noch eine vierte. Hey, ohne Scheiß, hab voll Bock heute. Ohne Shit, ohne Shit. Von was ich halt am meisten Respekt habe, ist dieses neue, das mit dem Dracula da, ne? Das ist echt schwer. Ich habe noch keinen Plan, wie ich da vorgehen soll. Letztes Mal haben wir da erfolgreich abgelost. So. Die letzten Menschen kommen noch hinzu. Grönland haben wir, Island auch, wunderbar, Kanada auch. Also die schlimmsten, die am längsten dauern, haben wir eigentlich schon. Können wir jetzt eigentlich auch drin lassen? Das macht nichts. Dieses Symptom kann ruhig drin bleiben. Sterben jetzt alle? Nee, irgendwie nicht. Wäre echt krass jetzt gewesen, wenn jetzt auf einmal Leute sterben würden. Okay, okay, okay. Alle angesteckt. Okay. So. Gut. Gehen wir natürlich mal über den normalen Weg hier. Über den Koma-Weg, sage ich dem immer. Okay, breitet sich aus. Okay, es scheint alles eigentlich normal geblieben zu sein. Neuseeland schließt Flughäfen, ja. Kannst du gerne machen, bekämpfe die Heilung. Ja, ja gut, die Forscher können von mir aus da forschen, wie sie wollen. Philippinen startet Arbeit an Heilmittel. Ja, wie so fast jedes dann wahrscheinlich bei so einer großen Invasion. Globale Forschung, ja, das war mir klar. Da müssen natürlich die Forscher jetzt zusammenarbeiten. Aber ich weiß nicht, was ist denn jetzt hier? Also ich finde das sind echt die letzten drei jetzt nicht so schwer unbedingt. Das sind echt einfache Szenarien, finde ich. Die jetzt eigentlich auch nicht wirklich, also ich finde nicht wirklich zwingend notwendig waren, ehrlich gesagt. Also ich fand das ist, weiß ich nicht, hätte man auch weglassen können, also eigentlich ist immer dasselbe. Hoffe ich natürlich, dass bei den nächsten Szenarien ein bisschen Abwechslung reinkommt, ehrlich gesagt. Dass ich mal wieder ein bisschen überlegen muss und nicht einfach bauen muss und ja, forschen muss und so weiter. Naja, egal. Macht trotzdem Bock. Vor allem mit euch. So. 1,5 Milliarden verbleiben noch natürlich. Hier die Blasien. Wow. Nehmen wir mit hier. Wow. Ach ja, ach ja, ach ja. 102 DNS-Punkte. Wohin mit den Punkten, ganz ehrlich? Wohin mit den Punkten? Hemmt die Heilung, okay? Müsst ihr das jetzt auch mal machen? Ja, wir hauen jetzt mal die ganzen Dinger hier rein, ne? Kannst du mal schön weiter forschen, ja, die Leute? Die sehr motivierend wahrscheinlich. Oh, jetzt haben sie aber nochmal einen Pluspunkt gemacht hier. Ob es was bringen wird? Ich glaube nicht.
wo sie echt nochmal sehr nahe dran gekommen sind. Na, Respekt an die Forscher. Respekt. Hier ist aber noch mehr Grün aus hier unten, der Karibik. Wieso das denn? Also der Teil der Karibik ist hier irgendwie nicht rot markiert. Rot befallen. Wahrscheinlich, weil da keine Menschen leben, oder? Ist das so, dass bei den grünen Flecken da wenig Menschen leben? Kann das sein, dass da oben rechts bei Russland zum Beispiel kaum jemand lebt? Kann das sein vielleicht? Naja, weiß ich nicht. Falls jemand weiß, einmal in die Kommentare schreiben. Ich glaube, ich glaube schon, ja. Umso größer die roten Punkte sind, umso mehr Bevölkerung ist halt da wahrscheinlich. So stelle ich mir das gerade vor. Dann müsste es ja hier eigentlich richtig explodieren eigentlich, ne? Und da oben ist halt kaum was, krass. Also falls mal jemand wegziehen will und einfach ein bisschen einsam leben will, hier oben rechts bei Russland ist noch genügend Platz für euch, Leute. Okay, das können wir ganz mal ein bisschen beschleunigen hier. Denn der Drops ist eigentlich so gut wie gelutscht, würde ich sagen. Da gibt es nichts mehr zu retten. Spiegelus Ranzus wird Menschen vernichten. Ist auch ein cooler Name. Die Geschichte der Menschheit. Spiegelus Ranzus. Alles klar, Mann. Alles richtig gemacht. So. Die letzten 1000 Menschen sind nun auch hinfort. Spiegelus Ranzus hat alles Leben auf der Erde erfolgreich ausgelöscht. Okay. Ja, das war ja nicht so schwer. Ja, gespielte Erde. So viel dazu. Ja, cool. Wir haben eigentlich noch gar nicht so viel gemacht, fällt mir gerade auf, ne? Wir haben noch so viel vor uns. Obwohl, es neigt sich langsam auch dem Ende, ne? So lange ist es auch nicht mehr. Naja, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Vorbeischauen, Leute. Und ich sage einfach mal, bis zum nächsten Mal bei Playgame. Und zwar kommt dann gleich Geschaffen. Oh, das wird ein bisschen länger. Bin ich gespannt, ob das ein bisschen anspruchsvoller wird. Haut rein und macht's gut. Tschüss.